Guten Abend, ich darf Sie recht herzlich begrüßen zu unserer Pressekonferenz nach dem Champions-League-Spiel zwischen Borussia Dortmund und Tottenham Hotspur. Ich begrüße unseren Trainer Peter Bosch und bitte Sie um Ihre Fragen. Felix Meininghaus beginnt. Herr Bosch, Sie haben am Freitag mit Ihrer Mannschaft erlebt, dass die erste Halbzeit ganz passabel oder sogar mehr war, gut, und in der zweiten Halbzeit ist die Mannschaft eingebrochen. Heute ist Ihnen das Gleiche passiert. Hat die Mannschaft ein physisches Problem auch, nicht nur ein mentales? Also fehlt es da an Kondition? Nee, da fehlt es nicht an Kondition. Ich glaube, dass das so ähnlich war, dass wir ein Tor reinbekommen haben und dass das mit das Vertrauen vom Spieler etwas tut. Das darf nicht sein. Aber wir haben das auch heute wieder gesehen. Ich glaube, dass die erste Halbzeit, vor allen Dingen die ersten 30 Minuten, ganz ordentlich waren. Da haben wir gut verteidigt, sehr kompakt. Wir haben uns auch einige Torschancen herausgespielt, auch das Tor geschossen. Aber dann sieht man, wie dünn das Vertrauen ist, weil da war nichts los. Wir haben den Ball, dann machen wir einen individuellen Fehler. Und wenn der Ball reingeht, dann nachher sieht man, dass man den Ball nicht mehr fragt, dass man sich nicht zuvertraut, dass wir nach vorne spielen. Das ist alles, was wir die erste Halbzeit getan haben. Und das hat nichts mit physisch zu tun. Das ist Vertrauen. Weitere Fragen? Bitte schön, ganz hinten. Mr. Bosch, one question. Christian Pulisic was not in the squad today again. Pulisic war nicht im Team heute. He will be fit for the derby. Glauben Sie, dass er fit sein wird fürs Derby? So. I don't know. Also ich hoffe es natürlich, ich weiß es noch nicht. Er war nicht bereit für heute, nicht fit für heute. He trained, er hat trainiert mit der Gruppe, mit dem Team. We'll see tomorrow. Aber wir werden morgen dann sehen. Und ich hoffe, dass er fit sein wird fürs Derby, aber es ist nicht sicher. Habe ich das richtig gesehen? Gut. Es gab nach dem Schlusspfiff von den Fans ein eindeutiges Signal so in Richtung Samstag, Richtung Derby. Die Fans möchten natürlich gerne den Derby-Sieg. Haben Sie das Gefühl, dass es auch für Sie persönlich vielleicht sogar ein Endspiel ist um Ihren Job? Endspiel werde ich nicht sagen, aber ich weiß, dass es wichtig ist, wenn man bei einem großen Verein wie BVB Trainer ist, dann muss man gewinnen. Und wenn man das für langere Zeit schon nicht tut, ja, dann ist die Druck da. Das weiß ich und deshalb ist die Derby auch sehr wichtig. Ich sehe keine weiteren Fragen. Ganz hinten ist noch eine. Bijan Sport Live, bitte einmal zum Mikrofon. Herr Busch, kurze Frage, wie geht es Roman Bürki? Wissen Sie da was Näheres? Na, ist noch schwer zu sagen. Er war in die Kleiderkabine und ich glaube, es geht schon gut, aber ich weiß nicht, Sascha, gehen die noch zum Hospital, oder? Ja, es kann sein, dass sie noch einmal eine Untersuchung machen, aber er war gerade in der Kabine, er stand schon wieder, hat sich umgezogen und es war auch möglich, sich mit ihm zu unterhalten. Also es ging ihm den Umständen entsprechend gut, vorbehaltlich einer genaueren Untersuchung. Bitteschön. Bis zum 1-0 war es ja ein gutes Spiel Ihrer Mannschaft. Danach haben Sie sich nicht mehr so viele Chancen rausgespielt. Tottenham wurde dann besser, hatte auch schon vor der Pause zwei gute Chancen zum Ausgleich. Wie erklären Sie sich, dass es da so ein Bruch im Spiel gab? Weil es eigentlich bis zur Führung war es ja gut. Dann ist man auch noch in Führung gegangen, aber dann ging es nicht so gut weiter. Ja, wir haben klar auch gegen eine sehr gute Mannschaft gespielt. Das muss man auch sagen. Und wenn wir 1-0 geführt haben, dann haben die nachher mehr Druck gemacht. Das hat man auch gesehen, wenn die 2-1 gemacht haben, gerade vorm Ende, dann haben wir wieder weiter nach vorne gespielt. Also das ist auch im Fußball, das hat auch mit dem Gegner zu tun. Spurs ist ein sehr guter Gegner und deshalb sage ich auch, dass wir wirklich die erste halbe Stunde das gut gemacht haben. Oliver Müller. Was werden Sie, nachdem wir eben auch über die psychologischen Probleme in der zweiten Halbzeit gesprochen haben, was werden Sie mit den Jungs jetzt machen in den kommenden Tagen? Welche Möglichkeiten hat man da als Trainer überhaupt im mentalen, psychologischen Bereich? Würde vielleicht auch ein Mentaltrainer da unter Umständen helfen können?
Ich glaube, dass das Spiel von Samstag, die Derby, vielleicht das Beste ist, was uns passieren kann, weil ich glaube, alle Spieler, die schon lange bei diesem Verein sind, die wissen, wie wichtig das ist und vor allen Dingen auch für unsere Fans. Also für mich ist das super, dass das Spiel Samstag ist, weil ich glaube, dass der Trainer dann vielleicht auch nicht diese Psychologe braucht, sondern nur das Spiel. Matthias Schärf, Radio 91.2. Vielleicht noch die Frage an Sie, wie persönlich oder wie groß ist für Sie persönlich auch die Enttäuschung? Also Sie hoffen ja auch immer wieder, Sie geben vor, Sie sehen, dass die Mannschaft in der ersten Halbzeit dann gut spielt, aber dann wieder diesen Einbruch hat. Wie persönlich enttäuscht sind Sie auch, vielleicht auch von der Mannschaft? Nee, ich bin nicht enttäuscht von den Spielern, weil die machen das nicht express. Aber klar, wenn man das Spiel auch heute wieder sieht, dann sieht man, wie wir bei unseren Toren verteidigen. Und das ist nicht gut. Und jedes Mal versucht man, die Mannschaft wieder aufzubauen nach das nächste Spiel. Ich glaube, das gelingt uns jedes Mal wieder. Aber dann ist es enttäuschend, wenn man am Ende vom Spiel wieder das Resultat sieht. Das ist klar, das ist auch für mich als Trainer. Aber wir geben nicht auf, wir gehen weiter. Vielen Dank, Peter. Vielen Dank Ihnen allen. Einen trotz der Niederlage einigermaßen humanen Abend. Den Journalisten aus Dortmund und den Journalisten aus England eine gute Rückreise. Bis dann. Tschüss.